Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück im Pokémon Center von Route 10, direkt vor dem Felsentunnel. Ich habe ein nutzloses Nugget für 5000 Pokédollar bekommen. Mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Teil, oh mein Gott, meine Nase, hier gar nicht mit den Leuten im Pokémon Center geredet habe. Das hole ich mal gerade nach. Oh. Ja. Oh. Ein Ewigstein, ja wow. Ein Ewigstein, yeah! Das macht mich aber glücklich. Ja. Ein Ewigstein, so nutzlos. Ah, ich habe gehört, dass im Lava böse Geister spucken. Ich weiß, dass da Spuken steht. Naja, dann kehren wir zurück in den Felsentunnel. Gegen die will ich heute nicht nochmal kämpfen. Wer ist vorne im Team? Glurak. Ja, Glurak kann auch bleiben, bis ich wieder zu den Trainern komme. Oh, Mann, ist das dunkel. Und Mauzi, du kannst gefälligst mal wieder Sachen finden. Reicht mir hier langsam mit dir. Bald wirst du entlassen. Wenn wir uns da verstanden haben, Mauzi. Ah, was haben wir denn hier? Ein Zubat. Da muss ich ja noch nicht mal Metallklaue einsetzen. Ah ja, schon der Flügelschlag. Flügelschlag. Zubat Wild wurde besiegt. Wow, das gibt ja viele Erfahrungspunkte. Praktisch gar keine, aber was soll's. Noch ein Zubat. Ah, Flügelschlag. Da 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 dum, da 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 dum. Lurak erreicht Level 37. Wunderbar. Glurak muss ja auch in Topform für die nächste Arena-Leiterin sein, denn diese wird Pflanzen-Pokémon einsetzen. Ah, ein Mankey. Du hast meinen Bruder getötet, ja, ich weiß. Und jetzt töte ich auch noch dich. So. Und da haben wir wieder ein wildes Pokémon. Welches wird es wohl diesmal sein? Es ist wieder ein Zubat. Das bedeutet wieder mal Flügelschlag. Da 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 da. Da 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 da. Dup 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 di dam. Langsam sollte ich an die Ecke kommen, wo ich letztes Mal abgehauen bin. Oh nein, ein mächtiges Onix auf Level 13. Los, Metallklaue! Ratsch, ratsch! Verrecke! Da, 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 da. Wieder ein Mankey! Darauf habe ich mir erstmal einen Schluck Kaffee gegönnt. Flügelschlag! Oh, Kaffee, das Öl der Wirtschaft. Ich glaube, wenn Kaffee verboten werden würde, die deutsche Wirtschaft würde einfach von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen. Sei es wegen Streiks oder wegen Leuten, die am Steuer einschlafen. Eins von beiden. Eins von beiden wird schon sein. Jawohl, Glurak, sehr schön gemacht. So, da sind wir wieder. Hier müssen wir jetzt rechts und dann kommen wir in neue Territorien der Felshöhle. Das alles in nur 4 Minuten geschafft. Jeha! Warum mache ich Flügelschlag, wenn Metallklaue sinnvoll wäre? Glurak, was soll das? Jetzt hat's einig klar gemacht. Gut gemacht, Glurak. Dann gebe ich ihm jetzt nochmal Glut, dann ist er endgültig verwirrt, was wir für Moves einsetzen. Besiegt ist es trotzdem. Und neue Territorien der Felsenhöhle. Das ist auch ein Item, Item! Ich hab's gesehen, ich will's haben. Und ein Zubat. Flügelschlag, Glurak. Bam, bam, bam. Glurak erhält 115 Erfahrungspunkte. Navik hat Fluchtseil gefunden. Warum habe ich nicht auf Diktri gewechselt gerade? Hm.
Gute Frage. Ab hier wollte ich doch wieder Diktri einsetzen. Naja, machen wir noch hier Glurak fürs Erste und dann wechseln wir auf Diktri. Und das Langton ist besiegt. Wunderbar. So gefällt mir das. Oh, Georock. Los, Diktri. Wo bist du? Hier. Und Mauzi hat ein Item gefunden. Mauzi hat ein Item gefunden. Juhu. Juhu. Glottwig. Was ist das für ein Name? Wow, die Attacke ist ja wirklich sehr effektiv. Ich sollte sie so schnell wie möglich loswerden. Lehmschelle. Das ist sehr effektiv. Georock Gegner wurde besiegt. Ich gebe auf, ich gewinne wieder Geld. Ja, wunderbar. Diktri tauscht mal schnell mit Glurak. Mauzi nehme ich das Item weg. Eine Beere. Eine Beere. Menno. Ich glaube, wir sind schon relativ nah am Ausgang des Felsentunnels. Aber sicher bin ich mir nicht. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Die Kühe hält 123 Erfahrungspunkte. Oh, hier sind lauter Steine für Zertrümmerer, was ich noch nicht kann und vielleicht auch nie können werde. Los, schlitz es auf! Ein Volltreffer. Dam, 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 dam. Und wieder ein Zubat. Los, Diktri, Schlitzer! Schlitz es auf, schlitz es auf, schlitz es auf. Und da unten ist eine Sackgasse. Leinstein! Leinstein! Lehmschelle, Diktri! Leinstein! Und es ist besiegt. Und diese Göre hier möchte kämpfen. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Aha. Habe ich noch nie im Gebirge gesehen, also haben sich da alle Wanderer meiner Stadt verlaufen. Bin ich da also das nächste Mal, wenn ich herlaufe, Totenschädel. Werde ich dann überlegen, ach, das ist der Detlef. Er hat schon immer so eine merkwürdige Wangenform. Jetzt noch ein Taubsi. Von Claudia? Das ist ja nochmal ein normaler Name nach Klodwig. Die Claudia. Die kriegt gerade oben einen Sack. Setzt Flug-Pokémon gegen meine Bogen-Pokémon ein und macht nicht einen Schadenspunkt. Da kommt noch das Mauzi von der Claudia. Das schlitzen wir ab. Ah. Ja, Todesursache aufgeschlitzt. Wir mussten es aufschneiden, um das herauszufinden. Was ist denn heute los hier? Denken ja alle noch, das könnte der letzte Part sein, na, wie ist vor dem Laptop umgefallen? Schlitzen wir auch hier das Macholo noch auf. Diktri hält 213 weitere Erfahrungspunkte. Na du? Wenn du so hoch oben im steinigen Gebirge bist wie hier, stellen Rölllawinen eine Gefahr dar. Kannst du dir vorstellen, dass dir Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben, sondern Pokémon Steinhagel erlernen. Ja! Ja! Diktri soll das tun. Ja! Ihr Fels gab 50 Schaden. Ha! Hahaha, Steinhagel. Ja, wäre sehr gruselig, das in diesem Tunnel hier einzusetzen. Mein Diktri kann Steinhagel.
Oh, das hat er überlebt. Sehe ich das jetzt? So verdammt knapp wieder. Aber wir sollten mal im eigentlichen Steinhagel drauf donnern. Einfach volle Karacho zertrümmern. Was ist das? Top-Äther! Aha, aha! Na, Süßer? Kannst du mich besiegen? Ha? Ha? Ich bin ein dicker Mann, der hier immer nur wartet auf Leute, die er besiegen kann. Wanderer Theodor. Ich habe einen Gleitstein. Ah, da setzen wir einfach Schaufel ein. Lebensschelle wird ja mal wieder nicht reichen. Oh nein, die Stärke der Elektrizität wird wieder geschwächt. Ist ja immer nicht auszuhalten, was sie hier mit meinem Diktri machen, wenn sie Lehmsula einsetzen. Aber in Zukunft könnte ihnen das helfen, wenn ich meinen Voltoball ins Team aufnehme. Aber die Zukunft ist jetzt noch nicht da. Schaufler! Da 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 da. Ja, ja, setz nur Steinwurf ein. Trifft ja eh nicht. Kleinsteingegner wurde besiegt. Und noch ein Georock. Yeah, Erfahrungspunkte. Sehr schön. Los, Diktri, Schaufler! Ah, oh, das trifft auch unter der Erde. Scheiße! Dieser Intensitätskram macht viel zu viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Spieler besiegt Wanderer Theodor. Ups, das war zu viel des Guten. Ah, das scheint der Ausgang zu sein. Da will ich noch gar nicht hin. Besitzt ein Pokédex. Cool, ich möchte auch einen haben. Pech für dich. Fleckmon. Aha, aha, aha. Probieren wir es nochmal so. Schaufler. Ja, das Vieh kann ja eh nur Konfusion. Und es beißt ins Gras. Wunderbar. Ah, oh, hätte nur ein bisschen gefehlt. Nur ein ganz kleines bisschen. Los, Diktri, Schaufler. Und es setzt wieder Konfusion ein, so ein Vollidiot. Los, Diktri, Schaufler. Und Diktri erreicht Level 39, er lernt hoffentlich mal Erdbeben. Es denkt gar nicht dran. Es denkt gar nicht dran, mal hier Erdbeben zu erlernen. Wann erlernt es das denn mal? Mensch, jetzt schon so viel mit mir auf Reisen und kann noch immer kein Erdbeben. Das kann abwacknarre, das ist nicht gut. Nicht gut. Stirb. Danke. Ah, 960 Pokédollar. So, was ist hier unten noch? Steine. Für Zertrümmerer. Ein wildes Zubat mal wieder. Na los, zerschlitz es. Zubat Wild wurde besiegt. Oh, hier ist noch mehr? Wie lang ist denn der Tunnel? Das mache ich so nicht mit, meine Liebe. Man muss Zauber sein. Oh, Mauzi hat ein Item. Man muss Zauber sein. Hahaha. Einzige Chance, das gegen meinen Zauber zu tun. Vatan. Als nächstes wird der Pipi einsetzen. Okay. Pipi! Spotlight! Zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Ja, dann kriegst du auch die volle Portion Flügelschläge. Bam, 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 tot.
Picknicker Kerstin wurde besiegt. Es war zu dunkel. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Derartige Ausreden werden dir nicht mehr geduldet. Dafür kriegen jetzt auch deine Freundin auf den Sack. Oh nein, ein Taub, sie wird grausam. Und jetzt meine neue Attacke, den Steinhagel. Bam, 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 bam. Knochenfänger kann ich ja wieder wechseln. Aber ich hab mal das Item nicht weggenommen. Wie konnte ich das denn vergessen? Wie konnte ich das denn nur vergessen? Das ist sehr effektiv. Knochenfänger Gegner wurde besiegt. Setz es doch ein. Mir egal. Dam dam. Da 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 dum di. Da setzt wieder ein Radfratz ein. Naja, kriegt das wieder ein Flügelschlag. Dam dam dam. Spieler besiegt Picknicker Ariana, du bist ein harter Brocken. In der Tat, das bin ich. Und böse bin ich auch noch. Und da haben wir einen Kleinstein. Kleinstein! Komm, die Lebensstelle wird doch hier mal reichen. Dankeschön. Ein ganz entzücktes Dankeschön von deinem Lieblingstrainer Navik. Und ein weiteres Macholo. Macholo! Wird aufgeschlitzt. Ein Balltreffer! Navik hat Perle gefunden. Hier lauert auch schon die nächste Perle auf mich. Na, Perlchen, ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ja, ich auch. Und um dich platt zu machen. Mauzi wird von dir eingesetzt. Ja, das Mauzi kriegt auf den Sack. Man kann sich drauf verlassen. Ich habe übrigens immer noch nicht das Item von meinem Mauzi abgeholt. Ach, Navik, was machst du nur? Was machst du nur? Ach, Nirapla, da kämpfe ich nicht gegen. Was kann mein Taubos machen? Flügelschlag! Und noch ein Taubsi, das kriegt auch auf den Sack. Und dann ist mein Taubers vielleicht schon Level 40. So, Taubsi hat auf den Sack bekommen. Und was sagt Taubers dazu? Level 40. Jawoll. Spieler besiegt Picknicker Vicky. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Hier ist der Ausgang. Und was ist hier links? Ein Macholo schon mal. Schlitzen wir es weiter auf. Dum, dum, do, 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 do. Weiter links ist gar nichts. Ja, wunderbar. Trolla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 l
Wenn die eh nur ruckzuck hieb können. Spieler besiegt, Picknick an Nathalie. Ich bin noch fit. So, und bevor ich jetzt gegen den Wanderer da kämpfe, gebe ich Diktrima schnell einen Supertrank. Und nimmt Mautzi endlich sein Item weg. Zeig sie aber mal. Ah, Pokémon. Mautzi Items nehmen. Eine Sinnelbeere, na wunderbar. Ha, 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 ha. Sagt der Wanderer. Der Wanderer Lucius, nebenbei erwähnt. Ja. Lehmschelle ist so verdammt schwach. Ich will eine gute Attacke haben. Ah, und noch Nonix. Ja, ja, das haben wir auch noch tot. Genauigkeit von Onyx sinken 0. Sehr gut. Ach, Klammergriff. Das hilft dir aber auch nicht sonderlich, ne? Haha. Spieler besiegt Wanderer Lucius. So, irgendwer im Rückkampf? Beide. Er kann nicht aufhören zu niesen. Und er hat auch keine besseren Pokémon. Ja, ich wollte gerade Angst haben, weil Lehmschelle leer ist, aber ich habe ja noch Schaufler. Was ja obendrauf noch viel mehr Schaden macht. Und natürlich setzt das Drecks wieder in Intensität ein. Natürlich setzt es dann Intensität ein. Ja, setzt ein schwules Onix ein. Aber das ist jetzt am Arsch, denn sein Härtner wird es sein Leben kosten. Das ist sehr effektiv, wunderbar. Und Diktri erreicht Level 40. Juhu! Damit würde ich das Diktri-Training fürs Erste als beendet betrachten und ein anderes Pokémon nach vorne tun. Und das wäre Glurak oder Golbat. Komm, wir nehmen Trollbat. Es liebt es ja mir zu erzählen, es würde sich entwickeln, was es aber hier nicht kann. Oh, dieses Golbat. Irgendwann werde ich es bestrafen. Und auch hier keine stärkeren Pokémon. Wie schade. Ein Volltreffer. Los, Golbat, töte es. Schon Befehlmeister. Sehr brav. Sie ist nicht fit. Na, das habe ich bemerkt. Oh, noch ein Wanderer. Habe ich gerade keine Lust, gegen zu kämpfen. Hey, du möchtest meine Pokémon sehen? Dam, da, dam, dam. So, ein Tragosso, oho. Ich sehe, ja. Sehr beeindruckend, ja. Warum hat es das überlebt? Ja, haha, das kann, das darf auch nicht, gar nicht wahr sein. Aha, ja, Aha, ein Fleckmann, Konfusion wäre sehr effektiv und ich wechsle nicht, sehr dumm, ja. Flügelschlag, ja.
Los, Flügelschlag! Spieler besiegt, Pokémoniac Benno. Nein, meine Pokémon! Sehr schön. Und damit sind wir in Lavandia. Glaubst du an Geister? Jawohl! Echt? Hätte ich nicht gedacht. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. In Pokémon-Turmen werden Andachten gehalten. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Da haben die Pokémon kalt gemacht. Was zur Hölle ist hier los? Heilen wir mal meine Pokémon schnell, bevor Team Rocket kommt und das Gleiche mit mir macht. Reden wir noch mit den Leuten. Ein Tragosso tragen Channelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Was bist du denn für ein perverser kleiner Scheißkerl? Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, das Team Rocket zu entkommen. Was ist hier passiert? Lavandia Pokémon Haus. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Sie sind zu putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Aber doch kein Anton! Was zur Hölle ist hier passiert? Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Dragosso, Kianyu! Ein Pokémon ist im Fernsehen. Es scheint Spaß zu haben. Ganz im Gegensatz zu den Einwohnern dieser kleinen Stadt, die von Team Rocket heimgesucht wurde. Sie haben Spuren der Verwüstung hinterlassen und Seelen geraubt. Und mitten in dieser Menge wohnt der offizielle Namenbewerter. Bitte bewerte den Namen von meinem Golbat. Was macht der hier? Der passt hier gar nicht rein. Und in dieser gruseligen Stadt, selbst hier, hat ein Markt eröffnet. Navik betritt ihn und freut sich über die übliche Marktmusik, da sie ihn von der Trauer, die er erlebt hat, ablenkt. Ja, Beleber kann ich nicht benutzen. Aber ich guck mal, was ich hier kaufen will und kann. Superbälle? Uh. 41 bitte. Was hast du sonst noch? 21 bitte. Tschüss. 21 Fluchtseile werde ich im Leben nicht benutzen. Aber wie dem auch sei. In dieser Stadt voller Trauer, voller Bedrückung und voller Verzweiflung, voller Tod und voller Hass, den das Team Rocket hier gesät hat, macht sich Navik nun auf den Weg in den Pokémon-Turm im nächsten Teil. Bis dahin, ciao!